Im modernen Krieg krepiert man wie ein Hund und ohne guten Grund. Ernest Hemingway. Damit willkommen zu einem weiteren Let's Play. Und zwar This War of Mine. Ich habe bereits gesagt, dass ich dieses Spiel unbedingt mal spielen möchte, weil es um ein Survival im Krieg ist, aber nicht nur aus der Soldatensicht, sondern auch aus der Sicht eines von einem oder mehreren Zivilisten, was sehr interessant ist. Passend dazu seht ihr rechts auch Fuck the War. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal rein. Ich habe noch nichts zu diesem Spiel gesehen, von daher komplett neue Welt für mich. Tag 1. Sehr stilistisch gehalten. Erinnert mich an Deadlight. Als der Bürgerkrieg ausbrach, dachten viele Leute, dass er nur ein paar Wochen andauern würde. Es dauerte Jahre, bis das Militär der Regierung endlich die Rebellen in der Hauptstadt eingekesselt hatte und all ihre Versorgungswege abschnitt. Die Zivilbevölkerung, die in der Stadt gefangen ist, leidet unter Hungersnot, Erkrankungen und Bombardierungen. Katja traf sowohl Pavla als auch Bruno noch vor dem Krieg. Sie ist eine Reporterin gewesen, während Bruno seine eigene Kochshow im Fernsehen hatte. Pavle ist der Star der lokalen Fußballmannschaft gewesen und sie hatte ihn einmal interviewt. Nun treffen sie sich unter vollkommen anderen Umständen auf der Suche nach Lebensmitteln und Unterschlupf. Kann gut feilschen. Oh. Katja kann gut feilschen. Kaffeetrinkerin. Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen, habe allerdings im Ausland studiert und war später Journalistin. Ich bin jahrelang weg gewesen. Als aus dem Wirren ein Krieg entstand, wurde ich ausgewählt, um darüber zu berichten. Ich hätte mich sowieso freiwillig gemeldet, denn ich wollte unbedingt nach meinen Eltern sehen. Aber es war zu spät. Mein Haus stand in Ruinen und meine Familie war verschwunden. Ich bin seitdem auf der Suche nach ihr. Okay, da kann ich nichts mehr. Guter Koch, Raucher. Vor dem Krieg war ich Restaurantbesitzer. Ich hatte sogar meine eigene TV-Sendung, Kochen mit Bruno. Die kennt ihr sicher. Ich habe wunderschöne Orte besucht und vor der Kamera exquisite Gerichte gekocht. Doch jetzt scheint das alles unwichtig, nicht wahr? Heutzutage kann man schon froh sein, wenn man etwas Dosenfleisch oder einen Sack Reis in die Finger bekommt. Und wer weiß schon, wie lange dieser Krieg noch dauert. Pavlo, schneller Läufer. Nee, Pavle, nicht Pavlo. Bevor dieser ganze Schlamassel begonnen hat, lebte ich mit meiner Frau und meinem Sohn in einer besseren Gegend der Stadt. Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. Hoffentlich geht es ihnen gut. Mir geht es nicht so gut, wie man sehen kann. Wer braucht im Krieg schon Fußballspieler? Niemand interessiert sich für Sport, wenn jeder Tag der letzte sein könnte. Deshalb durchforste ich die Ruinen wie alle anderen auch. Und hoffe auf das Beste. Boah, der ist wirklich. Oh, unsere Sachen. Dietrich, es ist für den einmaligen Gebrauch, knackt Schlösser jedoch schnell und leise. Materialien, Teile, Zucker, sauberes Wasser, elektrische Teile. Alles nehmen. Nein, das hätte ich nicht machen dürfen. Okay. Hier kann ich das Haus upgraden. Bett, Stuhl, einfaches Heizgerät, Radio, Regenwassersammelbecken, Metallwerkstätte, Destillatur, primitiver Herd, Filter, Brennstoff, Brennstoff, Brennstoff.
Okay, mach das mal. Ja, ich möchte auch, dass du... Nein. Ein paar Gedanken. Wieso kann ich nicht... Ich möchte da links was machen. Geht doch. Was ein Scheiß. So. Du schaust mal da drinnen nach. Basis statt Kräuter. Teile Zucker, sauberes Wasser. Hä? Du solltest die aufnehmen. Alles nehmen. So. Also so manches Mal. Damit habe ich schon wieder einen Dietrich erhalten. Gut. Er kann dadurch, okay. Ich will rechts machen. Wieso kann ich das nicht auswählen, was ich machen möchte? Wieso hört sie einfach auf? Ist doch stumpf. Ups. Du solltest nicht aufhören. Ja, hier kann sie jetzt machen, ne? So, du bist fertig. So, Kräuter, Zucker, sauberes Wasser, Schmuck. Alles nehmen. Nee, den Tag möchte ich noch nicht beenden. Der Mann geht erstmal runter. Und versucht das fertig zu machen, was die Dame nicht geschafft hat. Okay, das hat geklappt. Wieso ist sie schon wieder... Er ist fertig.
So. Ich habe einfach nichts an Nahrung drinne. Materialien. Ich brauche Nahrung. Der geht auf Plündern, weil er ein schneller Läufer ist. Verlassenes Haus, etwas Lebensmittel, eine große Menge Materialien. Mache ich das doch mal. Ich konnte nichts ihm geben. Ich habe keinerlei Waffen etc. Boah, ich hoffe, dass er wieder kommt. Jetzt die große Frage. Holz, 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 Holz. Nein, brauche ich nichts. Ich brauche Nahrung. Irgendjemand ist da oben. Brauche ich Waffenteile? Die ich mir eine Waffe bauen kann. Ich muss mal gucken, wie die. Kann ich hier nichts angucken? Ah, Störung. Fadenkreuz, Charakterbewegung, Plünderung. Ah, damit. Damit geht das. Ein Familienfoto mit den Eltern und ihren zwei Töchtern. Gut, dass die Mädchen nicht ihren Vater erinnern. Er sieht wie ein Bär aus. So, sauberes Wasser kann ich auch gebrauchen. Ich achte gerade überall drauf, dass nirgendwo was Rotes aufploppt.
Nee, das dauert mir zu lange. Eine Notiz. Am ersten Tag haben sie uns ausgeraubt. Zwei Tage später haben sie unsere Mädchen ermordet. Oh. Ich habe sie alle erschossen, aber ich möchte die Waffe nicht mehr benutzen. Sie ist kaputt und hinter dem Haus vergraben. Der nächste Teil sieht zittrig aus. Wenn Sie das lesen, suchen Sie nicht nach mir. Oh mein Gott. Der hat sich erschossen. Und wir gehen wieder weg. Pavel ist zurück. Da ist noch einiges, was ich rausholen kann, glaube ich. Tag 2. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Aber er ist müde bestimmt. Diese Nacht war ruhig. Pavel war auf der Suche nach Vorräten. Er ist ein Koch. Er kann was zubereiten. Schlecht geschlafen und hungrig. Immer noch Hunger. Leicht krank, müde, oh nein. Was sind die Upgrades? Verbesserte Werkstätte. Dauert eine Stunde. Hier gibt es rein gar nichts. Okay. Ah, an verschiedenen Stellen kann ich das platzieren. Will ich das mal da unten hinstellen? Okay, bis hierhin geht's raus. Sie kann auch was bauen. Aber das wird ein primitiver Herd sein. Der kommt in die Küche. Ich glaube, du wirst dann ein zweites Bett bauen. Wofür ich nicht genug Holz habe, war so klar. Das wären dann Medikamente, die ich da herstellen kann.
Wo packe ich das am besten hin? Ich glaube, da. Ah, erholt sich. Okay, Schlaf reicht auch schon. Er geht sich gleich erstmal was zu essen machen. Sie ist nicht mehr hungrig. Eieiei. Tag 2. Der Anführer der Rebellen hat uns angewiesen, unsere Zuhörer davor zu warnen, die Front zu überqueren. Die Nichteinhaltung dieser Anweisung könnte tödlich enden. Trotz desperater Gegenangriffe der Rebellen, um die Belagerung aufzuheben, bleibt Pogoren abgeschnitten. Die Regierungskräfte verhindern, dass jegliche Hilfe die Stadt erreicht, mit der Begründung, dass sie den Rebellen in die Hände fallen würden. Musik spielt. Das hatte ich schon. Die kommenden Tage sollten noch schön und warm sein. Das perfekte Wetter für einen Spaziergang im Park. Glaube ich weniger. So, nochmal da gucken. Hab ich doch schon. Ach nee. Was brauche ich da für verbesserter Herd? 3 Holz und 13. Oh Gott. Kann ich Dietriche herstellen? Bitte, 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 bitte. Nein, kann ich nicht. Schade eigentlich. Du gehst jetzt erstmal was essen, Alter. So. Okay. Jetzt verstehe ich auch die Sachen. Du legst sie erstmal hin, du. Möchtest du den Tag wirklich beenden? Ja. Supermarkt, eine Menge Lebensmittel, eine Menge Medikamente. Vorsicht ist geboten. Da muss ich noch mal hin. Bitte was, um nachts im Unterschlupf zu bleiben, bitte aus. Ach so, verkehrt das da. Upsi. Dann wollen wir mal jetzt alles hier rausholen. Was es noch gibt. Ach stimmt, die Waffe war ja hier vergraben. Ach, das Teil hätte ich vorher aufmachen sollen.
Dann mach ich's jetzt halt. Was war da noch alles drinne? Genau, Zucker. Ach, das Rote ist die Maus da in der Ecke. Jetzt verstehe ich das. So. Beeil dich, ich möchte schnell hier fertig werden. Ist das ein Kühlschrank im Übrigen hier? Abgeschlossen, verdammt. Hat sich mal gar nicht gelohnt. Bruno ist zurück. Ich hoffe, ich habe jetzt genug, um mehrere Betten herzustellen. Tag 3. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Ja, hast du wirklich. Wir wurden ausgeplündert. Pavle wurde leicht verletzt. Ich brauche Waffen. Ich glaube, ich verkacke schon beim ersten Versuch. Da kann ich Dietrich herstellen. Ich glaube dir, dass du sehr gerne was essen würdest, aber... Die Nacht, ja. Bleiben. Tag 4. Die Nacht war ruhig. Wenn wir das Echo von Schüssen in der Entfernung ignorieren, wir hoffen wir, dass es dabei bleibt. Ja, hoffen wir. Er ist nur hungrig.
Ihn werde ich gleich mal wegschicken wieder, damit er Sachen holt. Tag beenden, ja, weil ich. Da gehe ich jetzt hin. Plündern. Ich hoffe, dass ich hier jetzt genügend Nahrung für alle drei bekomme. Das ist nix. Da ist keiner drinne. Ist wer? Düngemittelteile, die brauche ich. Nein! Pavel ist gestorben. Verdammt! Das war jetzt heavy. Ich habe vergessen, erstmal das Haus zu rüsten. Tag 5. Verdammt! Pavel ist gestorben. Deprimiert. Ich muss die nächste Nacht machen. Ich habe keine Vorräte. Messer nimmst du mit und du gehst jetzt plündern. Ich hoffe, dass es diesmal klappt. Nein, nein! Kacke. Jetzt habe ich vollkommen vergeigt. Tag 6.
Wir wurden ausgeplündert. Nochmal. Ja, ich kann hier kein. Nee, verdammt. Egal, nochmal rein. Hoffentlich liegt das Messer da noch. Das liegt wirklich noch da. Glaube ich zumindest. Jo. Boah, das ist jetzt schon heavy. Das ist ein Brief von Opa Bernhard an Aileen. Es freut uns zu hören, dass du anfängst, dein Leben mit deiner Tante zu genießen. Der Krieg ist nicht so schlimm, er ist nur nichts für Kinder. Genau genommen sagen sie, dass er bald vorbei sein wird. Mach dir wegen uns also keine Sorgen. Oma geht dir schon besser. Sie wollte nicht, dass ich es dir sage, aber sie bewahrt etwas Mehl auf, um dir diese Kekse zu backen, die du so sehr magst. Und was mich angeht, nun, ich verspreche dir, dass ich die Schaukel reparieren werde, wenn du zurück bist. Und weg hier. Ist zwar scheiße von mir, aber. Such is war, oder wie war das? Tag 7. Katja, Bruno verhungert. Oh! Oh, 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 oh. Wir sind jetzt skrupellose Räuber. Es macht keinen Sinn, etwas anderes zu behaupten. Oh Gott.
kann sie nicht mehr steuern. Ich schau mal, ob ich jetzt ein paar Dietriche herstellen kann. Nein. Bitte, Katja, gib nicht auf. Es ist so schwer, weiterzumachen. Ich weiß, ich weiß. Es ist hoffnungslos, aber ich werde tun, was ich kann. Doch, wir müssen weitermachen. Es tut mir leid, du hast recht. Geht das jetzt so die ganze Zeit weiter, oder? Ah, ich kann ja jetzt nichts machen. Ich habe keinen dritten Charakter mehr. Oh, na endlich. Bruno, du darfst nicht aufgeben. Es ist schwer, aber wir sitzen im gleichen Boot. Ich weiß, aber all das, das ist zu viel für mich. Ja, es sieht düster aus. Doch ich bin für dich da, falls du mich brauchst. Danke, du bist eine gute Freundin. Ich glaube, Katja verhungert jetzt. Oder? Die kann ja fast gar nicht mehr. So.
Jetzt kann ich nicht mehr mit denen sprechen. Schade. Sie ruht sich aus. Er ebenfalls. Ach, ich drücke mal die falschen Tasten. Tag 8. Katja geht es viel besser. Wir müssen sie nur etwas im Auge behalten. Wieso ist Bruno denn traurig? Was zum... Bitte, Katja. Gib nicht auf. Ach, das hatte ich doch schon. Muss ich weitermachen. Ich werde es nochmal versuchen, aber diesmal nicht in einen der Räume reinstürmen. Ob das so gut klappen wird. Moment, ich bin an einem anderen Ort. Oh. Krass, wie gekämpft wird, wenn die selbst in der Nacht noch so helle Blitze haben. Ja, komm, die letzten Meter. Ich sehe bislang nichts Rotes blinken. Kaum sag ich's. Ich muss mich um meine Eltern kümmern. Denn wenn ich es nicht tue, wer dann? Wann wird es enden? Es gibt wichtigere Dinge zu tun. Verdammtes Ungeziefer. Ich muss mich für eine Weile hinsetzen. Okay.
So, was ist hier drin? Pistolenpatronenbestandteile. Ich gehe ja schon. Boah. Heavy. Tag 9. Kacke. Ich brauche eigentlich gar nicht versuchen, noch irgendwas zu machen. Sehr hungrig, schlecht geschlafen, verletzt, deprimiert. Oh. Immer noch sehr hungrig, super. Kämpfe. Okay, dann wollen wir weitergehen. Als die Bombardierung begonnen hat, waren die Kinder in den Klassenräumen. Ganz vorsichtig. Boah, grabe ich mir da nochmal den Weg frei.
Ich weiß, dass es ohne Schaufel so lange dauert. Kann ich aber auch nichts für. Das dauert immer so lange. Mitternacht. Aber hey, jetzt weiß ich wenigstens, wie das Spiel funktioniert. Klar habe ich gedacht, dass ich etwas länger und effektiver überlebe, aber das war jetzt schon. Du kannst das herunterreißen, dann tu es doch. Was passiert, wenn ich jetzt versuche, rechts runterzulaufen? Nichts, okay. Dann versuche ich nochmal hier durchzukommen. Kommt mir das nur so vor, oder sind die Männer schneller im Wegschaufeln von diesem Zeug? Egal wer effektiver ist. Ich sehe schon kommen, dass in der nächsten Nacht Katja stirbt, weil sie eine tödliche Verletzung hatte. Und ja, Bruno könnte direkt danach kommen. Weil er ist gerade am Verhungern. Schon wieder eins. Meine Güte. Ja, für eine Schaufel muss ich aber auch erstmal die Sachen zusammenbekommen. Okay, mit B kann ich sagen, du läufst jetzt zurück zum Ausgang. Cool. So, wer ist wie verreckt? Tag 11. Er lebt noch. Katja ist gestorben. Wir wurden ausgeplündert.
am Boden zerstört, ich kann nichts machen. Tag beenden, ja. Tag 12. Er hat scheußlich. Oh Gott. Oh Gott. Zwei Dietriche. Ist extrem am Verzweifeln. Das ist schon krass. Nein, Bruno, du darfst nicht aufgeben. Nein. Du gehst jetzt runter, öffnest diesen Schrank und da drinnen wird sich alles finden, damit du überlebst. Hoffentlich. Es ist jemand an der Tür. Oh. Er will nur handeln. Oh, was habe ich denn alles? Das reicht nicht. Das brauche ich. Qualität hochwertiger Tabak. Okay, einen muss ich noch draufpacken, Zuckerwürfel. Leider hatte der nichts an Sachen dabei. Beziehungsweise keine Nahrung hatte er dabei so. Schwer verletzt, in Klammern bandagiert. Okay. Jetzt gehe ich nochmal nach unten und mache diesen verdammten Schrank auf.
Ich glaube, wenn der Typ lange genug da oben wartet, dann verreckt mein Charakter. Essen. Ich weiß, Bruno. Hier rechts gab es auch noch so ein Teil, oder? Ja. Komm, mach hin. Mach hin, habe ich gesagt. Bandagen, rohes Essen, Kräuter, Zucker, Buch. Jetzt muss ich nur noch rechtzeitig in der Küche ankommen und was zu essen machen. Hoffentlich klappt das. Tag beenden. Ein Bordell. So. Jetzt noch mal versuchen. Da liegt was. Zum Großteil handelt es sich um Müll. Darunter befindet sich eine modische Handtasche, die so zerrissen ist, als ob sie jemand ohne Rücksicht auf den Reißverschluss aufgerissen hat. Ein winziges, gerahmtes Foto eines jungen Mannes und ein Taschennotizbuch. Wer auch immer diese Sachen hier weggeworfen hat, war nicht deren Besitzer. Sägeblätter gibt's auch noch. Ach du Schande. Die kommen mit, die kommen mit. Und das war's erstmal. Ich habe etwas, was dir gefallen wird. Ja, Nahrung.
Oh nein, verdammt. Okay, das war jetzt mein erster Versuch an diesem Spiel. Drei Leute in 14 Tagen verloren. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Aber erstmal auf die Steuerung klarkommen und alles. 13 Tage. Wir wurden ausgeplündert. Du hast nicht überlebt. Ich weiß. Du hast nur 13 Tage lang überlebt. Ich weiß. Pavlo ist gestorben. Pavlo wurde auf der Suche nach Vorräten getötet. Tag 6. Schwierige Wahl. Wir haben ein wehrloses altes Pärchen ausgeraubt. Ja. Tag 11. Katja ist gestorben. Katja ist an schweren Verletzungen gestorben. Tag 12. Bruno ist gestorben. Eine schöne Timeline. Nahezu nichts ist da drin passiert. Pavel ist leider gestorben. Wird seine Familie eines Tages nach Pogoren zurückkehren, um sein Grab zu besuchen? Oder wäre das eine zu schmerzhafte Erinnerung an alles, was sie durchmachen mussten? Scheren sich die Toten überhaupt darum? Katja konnte ihre Eltern nie finden, doch ihre Eltern fanden eines Tages Katjas Grab, in dem sie auch ihr Kriegstagebuch befand. Sie haben es unverändert veröffentlicht. Es wurde zu einem Bestseller. Trotz all seiner tapferen Anstrengungen überlebte Bruno den Krieg nicht. Das Schicksal seiner Freundin, um die er sich Sorgen machte, bleibt unbekannt. Boah, krass. Okay, das war jetzt meine erste Runde. This is War of Mine. Ich werde beim nächsten Mal mich besser anstellen, das verspreche ich euch. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen oder auch nicht gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Sonst haut mal in die Kommentare. Soll ich es wirklich nochmal machen? Auch wenn ich gerade gesagt habe, dass ich mich beim nächsten Mal besser anstellen werde. Einfach mal in die Kommentare hauen, ob ich es das nächste Mal nochmal machen soll. Oder sonstige Sachen. Und ja, wie immer, schaut in meine anderen Videos rein. Guckt nach, ob es da irgendwas gibt, was euch gefällt. Teilt es mit Freunden, Familie und so weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit eurem Kersat.